Iserlohn gegen Nürnberg, nur eine Partie an diesem 46. Spieltag in der deutschen Eishockeyliga. Und die Fans der Roosters hoffen natürlich auf so wichtige 3 Punkte in diesem Playoff-Rennen. Aber Nürnberg mit dem ersten Tor in der Partie, 9. Minute. John Mitchell heißt der Torschütze und das mit ein bisschen Glück. Erster Versuch, Darm ist da und dann kommt Mitchell noch einmal an die Scheibe, aber vom Schlittschuh des Iserlohners Jack Whitener geht der Puck ins Tor. Trotzdem Führung für die Nürnberger. Dann Jubel am Seilersee, aber etwas zu früh. Die Chance der Iserlohner. Jennecke ist da und zwar zweimal. Mit dem Stock dann noch tolle Parade vom Schlussmann der Ice Tigers. Hier kratzt er den Puck so gerade noch von der Linie in der 13. Minute. Das Iserlohner Maskottchen gibt dann in der Drittelpause die Richtung vor. Ab nach vorne und die Roosters haben verstanden. 24. Minute. Florek gewinnt den Zweikampf an der Bande, passt zurück. Und da ist der Ausgleich. Jack Whitener mit dem 1:1. Aber Florek mit dem Einsatz an der Bande. Und dann ist Whitener da und Iserlohn gleicht aus. 2 Minuten später, Iserlohn dreht die Partie. Das ist Turnbull und das ist das 2:1 für die Roosters. Und für Travis Turnbull ein ganz besonderes Tor. 32 Spiele hat er nicht getroffen. Am 6. Oktober gegen die Eisbären Berlin sein letztes Tor. Und jetzt die Führung für die Roosters. Aber Nürnberg nicht geschockt, nur 1 Minute später. Patrick Reimer mit viel Zeit und viel Übersicht. Auf Möchel und drin. 2:2. Marius Möchel mit seinem 4. Saisontreffer. Und dem Ausgleich für die Ice Tigers in einem intensiven Eishockeyspiel. Schöner Pass hier von Reimer, der mit all seiner Erfahrung die Lücke und den Zeitpunkt sucht für den richtigen Pass. Und Möchel dann mit dem Tor. Ein vorgezogenes Playoffspiel in Sachen Intensität, in dem es auch aufs Einstecken und auf Nehmerqualitäten ankommt. Und das gilt auch für die Linesmen. Hier eine Gerade. Wenn man dazwischen geht als Linesman, muss man auch mal einstecken. Respekt an den Linesman, der hier einfach weitermacht. Und weiter machen auch die Roosters. 40. Spielminute und jetzt kommt Blaine Down. Was für eine Vorarbeit für Louis Caporusso. Der mit der Führung, aber schauen Sie sich das an. Das ist ein Eishockey-Leckerbissen. Und Caporusso mit der erneuten Führung für Iserlohn. Icy ist zufrieden in der Drittelpause und kann jubeln. Und die Iserlohner dürfen weiter jubeln. 50. Minute, Bulli gewinnt durch Jaspers. Und dann ist es wieder Jaspers zum 4:2. 15. Saisontreffer des Kapitäns der Roosters und das war einstudiert. Schauen Sie, Bulli gewinnt und dann sofort der Weg in Richtung Tor. Der Schuss kommt von der blauen Schlägerei. So einfach kann das sein. Nürnberg probiert es dann noch einmal. Torwart vom Eis, 6-5. Reimer mit dem Schuss. Deckel fälscht ab, aber Sebastian Darm im Tor der Roosters fehlerfrei an diesem Freitagabend. Und dann die letzte Minute. Überzahl Nürnberg, 6-4, aber statt dem Anschlusstreffer der Deckel drauf. Justin Florek, Empty Net Goal, 60. Minute, das Ding ist durch. 5:2 gewinnen die Iserlohn Roosters dieses Spiel gegen die Nürnberger. Und wir hören eine Stimme zum Spiel. That's a huge win. We needed to respond after a pretty lackluster effort there earlier in the week at home here for our fans. We just wanted to come out and earn 3 points in front of our fans here that have supported us all year. Blaine Down freut sich über diesen wichtigen Sieg. Es sei eine Antwort gewesen auf die Heimniederlage am Dienstag gegen Krefeld. Und es sei ein Sieg für die Fans im letzten Heimspiel vor der Olympiapause. Iserlohn mit wichtigen Punkten im Playoff-Kampf und Nürnberg mit der 5. Niederlage in den letzten 7 Spielen.